So, ihr seht, wieder in meinem Setup zu Hause. Wir hatten viel Verspätung im Flug und so. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft und für mich wird es jetzt noch ein leckeres Köpfchen Somo Spiced Herbs geben. Ihr wisst ja langsam, das ist einer meiner absoluten Lieblingstabak. Ist schon fast wieder leer. Und ich werde mir heute das Ganze ganz entspannt hier im Hookah Blend Harry Potter Edition bauen. Auch diesen Kopf kennt ihr ja schon. Wir machen jetzt keine großen Experimente mehr heute Abend. Ich möchte jetzt einfach noch ein entspanntes Köpfchen rauchen. Ich baue mal den Kopf, zeige euch wie immer, wie ich es gebaut habe. Und danach sehen wir uns auch schon wieder beim Fazit. So, wie vorhin schon gesagt, heute halte ich mich kurz. Die, die mich schon länger verfolgen, wissen es. Spiced Herbs zählt zu meinem absoluten Lieblingstabak. Extrem schwer zu erklären, wonach es schmeckt. Also das Ganze ist eine verrückte Mischung aus Vanillekräuter und Minze, Karamellkräuter und Minze. Kann man wirklich nicht beschreiben. Ich könnte das mit keinem anderen Tabak vergleichen. Den muss man halt einfach probieren und dann schauen, ob man ihn mag oder nicht. Ich habe schon von sehr, sehr vielen gehört, dass sie ihn extrem feiern. Also bei vielen ist er auch unter den Top-Tabaksorten, aber es gibt auch viele, die ihn nicht mögen. Ich glaube, ich kann euch da wirklich nicht erklären, wie das schmeckt. Ich feiere ihn einfach extrem. Wenn ihr die Chance habt, probiert ihn mal. Ich hoffe, ihr werdet es nicht bereuen. Bis jetzt hat sich noch niemand groß beschwert. Und ja, dann war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.